Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal einen neuen K-Duplication Glitch zeigen. Der ist auch fast solo, ihr braucht nur ganz ganz kurz die Hilfe von einem Freund. Ja, ansonsten, was braucht ihr noch? Ihr braucht einen Nachtclub, also Nachtclub Garage B2. In der Nachtclub Garage B2 muss sich mindestens ein Auto befinden. Ebenso braucht ihr dann noch ein Spezialfahrzeuglagerhaus. Ebenso braucht ihr dann noch die Spielhalle. In der Spielhalle müssen sich dann halt so viele Autos halt befinden, wie ihr duplizieren wollt. Am besten halt Allergies halt, weil die umsonst sind. Oder wenn ihr halt Autos nicht mehr benötigt, dann könnt ihr die auch natürlich auch benutzen. Und dann sollte sich nur ein Easy Classic sich in der Spielhalle befinden, voll aufgetunt, weil er am meisten Kohle bringt zum Verkauf. Und ja, wenn ihr das soweit alles habt, dann können wir eigentlich auch schon direkt losstarten. Ihr gebt euch einfach in die Nachtclub Garage B2, steigt dann in irgendein Auto ein, welches Auto, das ist auch völlig egal, fahrt dann aus der Nachtclub Garage wieder raus. Draußen angekommen, einfach aussteigen und dann einmal den Nachtclub betreten. So, dort angekommen, begeben wir uns hinten da in dieses Schlafzimmer, wo auch dieses Bett steht. Das ist, glaube ich, hier. Genau, und nun ja, müsst ihr das so einstellen, dass ihr alle Jobs auf der Map sehen könnt. Das macht ihr einfach im Interaktionsmenü, geht dann auf Markierung ausblenden, auf Jobs und dann alle Jobs auf eigene. Und zwar, ja, legt ihr euch jetzt einfach ins Bett, einfach Steuerkreuz nach rechts drücken. Dann gehen wir auf Options und nun starten wir einfach irgendeinen Job auf dieser Map. Welcher Job, das ist auch völlig egal. Wenn er steht, nicht verfügbar, nicht schlimm, suchen wir uns einfach den nächsten Job aus. So, den starten wir. Dann drücken wir Dreieck, um wieder aufzustehen. So, wir müssen uns jetzt nur einmal verglitschen. Also diese Steps, die wir jetzt gerade machen, die müsst ihr nur ein einziges Mal machen, um euch einfach zu verglitschen. So, dann als nächstes dann müssen wir uns als CEO registrieren. Wir geben uns dann einfach hier hinten zum PC hinsetzen. Gehen dann einmal zu den DJs und dort müssen wir dann diesen DJ erneut buchen. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, den DJ erneut zu buchen, müsst ihr, bevor ihr den Glitch macht, als allererstes einen DJ buchen, die Mission machen. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, den DJ erneut zu buchen. Einfach auf Erneut buchen. Dann werden wir jetzt im Jobmenü reingeladen. So, wenn wir da angekommen sind, können wir den Job auch ganz einfach dann verlassen. So, Kreis X bestätigen. So, wenn ihr dann gefreezed vor dem Nachtclub gespawnt seid, so wie bei mir der Fall ist, habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht. Jetzt kommt der Freund ins Spiel. Euer Freund sollte sich dann in eine Einladungssitzung begeben und soll dann in einen Job für einen Titan rein. Wenn er drin ist, sagt ihr euch einmal Bescheid, denn jetzt brauchen wir einmal ganz kurz seine Hilfe, um ihn einmal beizutreten. Gehen hier auf sein Profil drauf, der Sitzung beitreten. Alle Meldungen, die jetzt kommen, die tun wir alle mit X durchspammen. So, und nun sind wir entfreezed. Als nächstes begeben wir uns wieder zu unserem Auto hin. Fahren dann, ja, auch richtig einsteigen, Kollege. Fahren dann in die Nachtclub-Garage wieder rein, aber wichtig ist, genau in die Garage, wo ihr auch das Auto her habt. In meinem Fall liegt Nachtclub-Garage B2. Dann habt ihr den flackernden Bildschirm, perfekt, einfach aus dem Auto aussteigen mit Dreieck.
So, seit dem Spawn einfach den Asim Bandito anfordern. Seit dem Asim Bandito drin, direkt wieder verlassen. Dann tut ihr blinken Spawn, so wie es jetzt bei mir der Fall ist. Auf jeden Fall perfekt. Als nächstes tun wir uns den Buzzard anfordern. Meiner befindet sich schon in meiner Nähe. Wenn ihr keinen Buzzard habt, dann könnt ihr auch einfach mit irgendeiner Straßenkarre dahin fahren. Nur nicht mit einem persönlichen Fahrzeug, das ist wirklich ganz wichtig. Ja, begibt euch dann einfach jetzt zur Spezialfahrzeuglage aus. So, an der Spezialfahrzeuggarage angekommen. Einfach einmal betreten, dann werdet ihr einen etwas längeren Ladebildschirm bekommen. Etwa ja, zwischen 10 und 20 Sekunden. So, sobald ihr dann sichtbar werdet in der Garage, einfach dann auf Options gehen und nun teleportiert ihr euch zum LSK-Meet. Einfach Job starten, dann sucht ihr euch wieder einen Spieler in einem anderen Zielmodus. So, wir warten einmal, bis wir jetzt im Jobmenü sind. Wunderbar. Suchen uns jetzt einen Spieler, der sich im anderen Zielmodus befindet. Da ich ja vorher schon ins freie Zielen gegangen bin, könnte ich eigentlich jeden x-beliebigen nachjoinen. Wir benutzen einfach mal ihn. So, und die erste Meldung kommt. Perfekt. Nochmal. Die zweite Meldung lehnen wir ab mit Kreis. So, als nächstes gehen wir dann einmal ins Interaktionsmenü und fordern dort ein Fahrzeug aus unserer MOC an. Persönliches Fahrzeug anfordern. So, und dann fahren wir einmal mit diesem Auto aus der MOC, fahren wir dann einmal ins LSK-Meet rein. So, und LSK-Meet angekommen, einfach wieder einsteigen. Dann drücken wir auf Viereck und dann Kreis, um das Kami zu verlassen. Und sobald wir jetzt draußen angekommen sind, drücken wir einmal Steuerkreuz nach rechts. Und dann landen wir in der Tuning-Werkstatt. Das ist auf jeden Fall perfekt. Hat auf jeden Fall alles geklappt bis jetzt. Hier müssen wir auch gar nichts machen. Können wir einfach direkt wieder verlassen. So, einfach aufsteigen und dann teleportieren wir jetzt uns einfach zu unserer Spielhallengarage. Und ja, ab jetzt können wir uns eigentlich im Minutentakt die Autos duplizieren. Das heißt, die ganzen Schritte, die wir bis hierhin gemacht haben, die müsst ihr nur ein einziges Mal machen. Ihr müsst euch halt einmal verglitschen. Ich weiß, es war ein bisschen nervig, aber ja, danach könnt ihr euch auf jeden Fall die Autos im Minutentakt duplizieren. So, wir machen einmal wieder hier den Teleportationsglitch. So. Erstmal wieder das persönliche Fahrzeug einlagern. Als nächstes fordern wir uns einfach das Auto an, was wir nicht mehr benötigen. Aus unserer Spielhallengarage. Einfach entweder ein Elegy oder, wie gesagt, irgendein Auto, was wir nicht mehr benötigen. Ich nehme einfach mal den Schafter, um euch das einmal gerade so zu demonstrieren. So. So, wir fahren dann einfach nur zur Spielhallengarage hin, aber ganz wichtig, ihr dürft nicht mit dem Auto reinfahren. So, wir steigen aus, gehen in die Spielhallengarage rein. So, wir begeben uns dann einfach zu dem Winnie Easy Classic. Einsteigen, drücken jetzt Steuerkreuz nach rechts, weil das Spiel denkt immer noch, dass wir im LSK-Meet drin sind. So, jetzt landen wir nämlich in der Tuning-Werkstatt vom LSK-Meet.
Dort ändern wir einfach irgendwas, was ist völlig egal, nur dass es abspeichert. Ich ändere meistens die Bremsen, können wir die Tuning-Werkstatt wieder verlassen. Und nun teleportieren wir wieder in die Spielhallengarage. So, wunderbar, ist auf jeden Fall perfekt. Und jetzt kann ich mal das Fahrzeug einlagern. Und jetzt steht auch der Winnie Easy Classic hier, den ich gerade aufgetunt habe. Ja, Leute, und wenn ihr jetzt das nächste Auto duplizieren wollt, dann ja, holt euch einfach wieder irgendein Auto aus dieser Spielhallengarage, was ihr nicht mehr benötigt. Und wiederholt dann einfach den gleichen Schritt, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.